Hallihallo aus dem wunderschönen Alanya. Wir haben tolles Wetter, mega toll. Ich war ja vor kurzem in Dubai und habe dort mit der Mariam ein Interview geführt, wie es ist, als Frau in einem islamischen Land zu arbeiten. Hier in der Türkei ist es ja so, hier ist Staat und Religion voneinander getrennt. Und in Dubai ist das nicht so. Da gilt noch die Scharia in Teilen des Rechts. Ja? Ich habe mit ihr ein ganz tolles Interview geführt, wie sie sich fühlt in Dubai als Frau da zu arbeiten, was sie so empfinden und wie wir das als Besucher wahrgenommen haben. Jetzt kommt dieses Video, guckt euch dieses Interview an und viel Spaß dabei. Hallihallo und herzlich willkommen aus dem wunderschönen Dubai. Ich kann es wirklich sagen, wir sind einige Tage schon hier. Wir finden es hier toll. Würden wir hier leben wollen, das werden wir demnächst in einem Video verraten. Ja. Aber die Stadt ist schon sehr, sehr beeindruckt. Man muss die mal gesehen haben und man kann hier sehr, sehr gut essen gehen. Ich bin hier mit der Mariam, ja, und wir haben schon einige Videos gemacht, machen noch ein paar. Und wir reden heute mal über ein Thema, da wurde ich im Vorfeld mit sehr vielen Vorurteilen überhäuft. Da haben Leute Kommentare geschrieben, haben aber auch gefragt, ja, wie ist es denn, als Frau hier in Dubai zu leben und auch zu arbeiten? Ja? Du bist ja hier und Firmengründerin mit, du bist Anwältin hier, du lebst ja auch hier. Wir haben ja auch ein paar mit deinen Angestellten gerade gesprochen, sind ja auch einige Damen dabei. Und ich sehe jetzt, du hast ja einen arabischen Nachnamen. Fangen wir doch mal so an. Wer bist du denn genau und was machst du beruflich? Genau, also mein Name ist Mariam Al-Sarafi, Rechtsanwältin hier in Dubai VAE seit sechs Jahren. Ja, also es ist immer so ein schönes Thema, diese Frauenfrage, weil wir haben das auch ganz oft, diese Thematik, weil... Ja. Viele, auch die auswandern und die weggehen, auch gerade mit Kindern und Mädchen, die klein sind, die sagen immer, und ich weiß nicht, und das ist doch ein islamisches, als ich damals weggegangen bin vor 6 Jahren, das werde ich nie vergessen, da stand ich an der Wursttheke der heimischen Fleischerei. Und dann habe ich gesagt, ja, also wir sehen uns jetzt so schnell nicht wieder. Ja, wo gehen Sie denn hin? Ich so, ja, ich wandere nach Dubai aus. Ach, dürfen Sie denn da Auto fahren? Und müssen Sie denn da nicht so ein schwarzes, langes Kleid tragen? Und ich habe dann gesagt, nein, das ist nicht Saudi-Arabien. Ne? Das muss man auch ein bisschen differenzieren. Mhm. Vor 6 Jahren war auch Saudi-Arabien noch anders, als es heutzutage ist. Ja, wahrscheinlich. Wir haben halt in Europa wenig Differenzierung, wie der Nahe Osten aussieht und wie der Nahe Osten aufgebaut ist. Und für die meisten, also jetzt... Gut 6 Jahre ist jetzt auch schon ein Stück her und es hat sich in der Zeit das Bild von Dubai auch ein bisschen gedreht, gerade auch so in der Öffentlichkeit, aber da war schon sehr viel so, ja, also, dass du dich das traust als Frau, das ist schon, ja, ich denke so, naja. Viel Vorurteil, viel Falsches und mich fragen das auch viele Mandanten immer so zum Ende der Calls und so, jetzt muss ich sie doch nochmal was fragen, wie ist es denn so als Frau? Und dann sagst du, na, ich kann natürlich immer nur aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen, was hinter verschlossenen Türen passiert und was auch immer, dazu können wir nicht sagen, aber ich glaube, das würden auch meine weiblichen Kolleginnen bzw. Angestellten bestätigen, man fühlt sich an wenig Orten so sicher als Frau, wie man es hier tut. Ich kann nachts um 3, 4, 5 durch jeden Stadtteil laufen, wie auch immer aussehend, mit Jogginghose oder Abendkleid, das macht keinen Unterschied. Und ich habe keine Angst, dass, also ich muss kein Pfefferspray in der Tasche haben oder irgendwelche Abwehrmechanismen, um irgendjemanden potenziell auf Abstand halten zu müssen. Ganz im Gegenteil, es ist sehr höflich, man wird auch sehr oft gefragt, ob einem geholfen werden kann. Also wenn man mit Tüten irgendwo steht oder die Hände voll hat oder was auch immer, das erlebe ich in Deutschland ganz selten, dass mal jemand fragt, kann ich ihm was abnehmen, kann ich ihm helfen, mal die Tür aufmacht, einen zuerst aus dem Aufzug aussteigen lässt. Es ist doch ein sehr respektvoller Umgang, finde ich persönlich. Genau. Wir sind ja Metro gefahren, wir haben uns ja so eine Goldcard geholt und fahren ja mit der Metro rum. Finden wir total klasse, wie sauber das ist. Empfehle ich auch den Kunden immer, weil die Metro fährt ja oberirdisch bei uns. Ja. Also im Gegensatz zu vielen anderen Ländern fährt ja die Metro über, also nicht unter der Straße. Und man sieht sehr viel, wenn man einfach mal Metro fährt. Ja, und vor allem Menschen. Genau. Wir sind ja auch hier, um uns einen Eindruck zu machen.
Und da gibt es ein eigenes Abteil für Frauen und Kinder. Da dürfen wirklich nur Frauen und die Kinder rein. Ja. Es gibt dann Abteile für alle und es gibt dann noch einen Abteil für erste Klasse. Genau. Ja. Und es ist jetzt nicht so, das muss ich auch noch in unserem Video nochmal darstellen, das ist nicht so, dass die Frauen nur in das Frauenabteil dürfen, sondern da gehen halt Frauen rein, die nicht gerne angerempelt werden, weil es wird sehr voll in der U-Bahn, gerade in der zweiten Klasse. Erste Klasse geht, aber da war auch schon einiges los. Mhm. Und da dürfen dann Frauen halt rein, die sagen, hier, ich möchte nicht, dass mir jemand anfasst oder anrempelt. Es geht einfach um diesen Respekt. Genau. Ja. Und selbst in der ersten Klasse sind da Sitze und da ist ein Bild drauf von der Frau mit einem Bauch, also quasi Schwangere sollen da bitte bevorzugt sitzen und dann halt Ältere. Man sieht hier sehr wenig, viel ältere Menschen, es ist eine doch relativ junge Stadt. Ja. Also zumindest nicht in der Metro. In der Metro, genau, richtig. Ja. Und die Älteren, die fahren dann halt mit ihrem Rolls-Royce am Chauffeur. Ja. Keine Ahnung. Aber also ich kann kurz berichten, was uns bisher aufgefallen ist. Also für uns war es erstmal ein bisschen Kulturschock. Du kommst am Flughafen an, plötzlich kommt da eine Reisegesellschaft, was weiß ich, aus Pakistan, ich kann das noch nicht so genau zuordnen. Alle Männer haben einen Bart, haben so eine Mütze auf, haben einen diese Kleidung an und die Frauen haben Schleier, manche haben aber so eher indische Schleier, manche haben auch eine Burka und so und zwischendrin läuft irgendeine Frau in Hotpants rum oder mit einem Abendkleid und so. Also es ist total gemischt, ja. Und am Anfang war das wirklich schon ein bisschen befremdlich, dass man so, oh Gott, wo bin ich hier? Ich bin ja so ein weißer Europäer. Gestern Abend im Hotel wurden wir angeschaut, ihr kommt da bestimmt aus Weißrussland oder sondern aus Deutschland. Tja, mit sich aus wie ein Weißrusser. Ja, ja, die sehen alles so aus wie du. Okay, ich mit den Weißrussen, ja. Also jeder hat Vorurteile, jeder wird irgendwo in eine Schublade gesteckt, ja. Aber nach ein paar Tagen war es halt so, dass wir gemerkt haben, jeder toleriert oder respektiert den anderen und keiner würde den anderen irgendwie zu nahe treten. Ja. Der eine hat eine kurze Hose an, der andere hat eine lange, der eine hat einen Hut, keinen Hut, der eine hat einen Bart, keinen Bart. Es ist so eine Stadt, und das fand ich jetzt interessant, es sind ja eigentlich alles Ausländer. Ja. Ich glaube 20% Einheimische, 80%. Ich glaube sogar ein bisschen mehr Ausländer. Noch mehr Ausländer, im Reiseführer stand das irgendwie so ungefähr. Und das ist krass, ja. Also jeder ist hier Gast und jeder kommt aus einem anderen Land. Alle unterhalten sich auf Englisch, mega geil. Mhm. Ich habe endlich mal wieder richtig viel Englisch reden können, macht total Spaß, man kann es mit jedem... Wir gestern ein kurzes Beispiel, auch zum Thema Frau. Wir gehen in eine Apotheke, wollten eine Apotheke filmen, weil wir was über Nahrungsergänzungsmittel machen wollen. Die Dame hinter dem Tresen, die Apothekerin, hat ein Kopftuch auf. Sie klang so als aus Pakistan oder aus Indien. Indisch, ja. Und haben mit ihr geredet, hat gesagt, sie muss mit ihrem Vorgesetzten reden und hat mit mir WhatsApp-Nummern ausgetauscht und so. Hat uns dann Fragen beantwortet, wollte nicht gefilmt werden, weil ihr das unangenehm war. Aber total super. Und du hast hier in den Gastronomie hast du Leute mit ohne Schleier, mit Schleier und so. Also es ist total durchmischt, ja. Und das ist mein Eindruck. Wie ist denn das im Geschäftsleben, wenn du jetzt mit wirklich Leuten, mit Scheichs hier zu tun hast? Du bestimmt also ich habe mit nicht mit so vielen Scheichs zu tun. Also heute Morgen zum Beispiel war ich im Trustees Office, weil wir zwei Immobilien übertragen haben. Das ist wie so der verlängerte Arm des Dubai Land Department, also wie so ein Notar-Pendant sozusagen. Ja. Und das, da sind meistens oder das sind hauptsächlich Lokale, die das leiten und die dann auch die Transaktionen abwickeln. Sehr respektvoll, unglaublich freundlich. Nehmen Sie bitte Platz. Hier sind die Dokumente. Möchten Sie was trinken? Möchten Sie Kaffee? Möchten Sie Wasser? Dauert noch ein bisschen. Tut uns leid. Also ich persönlich, wie gesagt, ich kann es immer nur über mich persönlich sagen. Ich habe mich nie benachteiligt gefühlt als Frau. Mir wurde immer mit sehr viel Respekt gegenüber, auch im Geschäftsleben. Ich muss ganz ehrlich sagen, öfter habe ich von den Frauen einen schlechteren Spruch bekommen als von den Männern. Also das ist aber leider überall auf der Welt. Genau, so. Also von daher, ich persönlich habe mich nie diskriminiert gefühlt, weder von Einheimischen noch von Nicht-Einheimischen. Ich glaube auch, dass es ein bisschen damit zusammenhängt, dass wir haben hier nicht solche Mutterschutzgesetze und Arbeitsschutzgesetze für Schwangere und für Mütter. Ja? Ah, okay. Das heißt, ich würde niemals diskriminiert werden, zum Beispiel bei der Einstellung,
weil ich eine Frau bin, weil die Gefahr besteht, dass ich ein Jahr oder anderthalb Jahre ausfalle. Also könnte ich jederzeit rausschmeißen. Nicht während des Mutterschutzes. Also wir haben schon auch Mutterschutz, ja. Aber deshalb bei weitem nicht so extensiv. Ja, ist wirklich ein Problem. Ne? Also es ist wirklich ein großes Problem. So, und jetzt für jemanden wie mich, der noch nicht 40, 50 ist, wäre das schon was ein Arbeitgeber sich grundsätzlich überlegt. Stelle ich die jetzt ein oder stelle ich lieber einen männlichen Kollegen ein? Weil wenn die ausfällt, die Thematiken haben wir halt bei uns nicht. Deswegen ist es egal. Wir haben auch ein Gleichbehandlungsgesetz und wir haben auch Equal Pay, ja, also dass Männer und Frauen gleich bezahlt werden müssen. Ja, es wird immer einen gewissen islamischen Touch in dem Land haben. Dafür ist es auch ein anderes Land und es ist eine andere Kultur. Genau, das muss man auch nochmal dazu sagen. Also ich lebe ja eher persönlich in der Türkei. Da ist Staat und Religion getrennt. Mhm. Aber wir haben im Umkreis von 500 Meter um jede Wohnung rum, wir haben jetzt gerade eine neue Wohnung gekauft und genau daneben ist eine Moschee. Ja. Und dann haben die Leute gesagt, oh, da ist eine Moschee. Ja, sorry, ist überall. Ja. Also ich höre jeden Morgen, egal wo ich bin, um 4.30 Uhr, um den Dreh rum, höre ich den Esan-Ruf zum Gebet. Immer. Ja? Und da muss man halt sich dran gewöhnen. Dann steht man halt auf, geht mal kurz Pipi, macht kurz die Vorhänge zu oder auf. Je nachdem, wie hell es ist, oder macht die Klimaanlage an oder aus. Ja. Ja? Es ist halt so. Aber trotzdem habe ich hier das Gefühl, und das merkt man ja, also ich mache zum Beispiel gerade ein alkoholfreies Jahr. Mhm. So, wir sitzen in das Hotel, in dem wir sind, hat die erste alkoholfreie Hotelbar in Dubai. Mhm. Ja? Und da haben wir jetzt ganz tolle, leckere Cocktails getrunken, also ohne Alkohol. Mega geil, ja. Aber so einfach kann man hier, also wenn man jetzt gerne mal ein Bierchen abends trinkt, auf seiner Couch zu Hause, ich glaube, man kann hier gar nicht so einfach Alkohol in den Geschäften kaufen. Also es gibt bestimmte Geschäfte, in denen man Alkohol kaufen kann. Im Supermarkt geht es jetzt nicht. Nee, man braucht eine Alkohollizenz. Zum Kaufen. Nicht zum Konsumieren, zum Kaufen. Zum Kaufen. Das heißt, man geht in eines der registrierten Alkoholgeschäfte, geht auch als Tourist. Da muss man dann seinen Reisepass vorzeigen und bestimmte Sachen einfüllen. Und dann kriegt man so eine vorübergehende Touristen-Alkohollizenz sozusagen. Da wird dann erfasst, wie viel man sagt. Ja gut, ich glaube, erfasst wird das mittlerweile überall. Ja. Und für uns gibt es eben auch, also falls man Alkohol kaufen wollen würde, wobei Tendenz ist auch, und ist ganz interessant, also ich trinke keinen Alkohol mehr, auch Daniel trinkt keinen Alkohol mehr. Cool. Weil wenn es einfach viel weniger um einen rum ist, das ist sehr geil. Das ist ganz interessant. Ja. Und wir haben viele im Freundeskreis, die nachdem sie weggegangen sind und hierher gekommen sind, den Alkoholkonsum radikal dezimiert haben. Ja. Es ist auch sehr, sehr teuer, hier Alkohol zu kaufen und auch Alkohol zu konsumieren. Ja. Ja, und bei vielen passiert dann, dass sie sagen, oh, weißt du was, es ist mir irgendwie doch nicht wert. Und die hören dann an gewisser Stelle auf und sagen dann, es fehlt mir auch nicht. Ja. Und dann hören viele auf zu trinken. Man kann ja einmal im Jahr bei einer geilen Feier mal ein Glas Champagner trinken, dagegen sagt ja keiner was. Aber dieses ständig, immer, jeden Abend, um runterzukommen im Stress, das ist das typisch Deutsche. Ja, es ist sehr präsent in Deutschland. Also das wollte ich nur sagen, es ist schon anders hier. Ja. Ne? Und es ist bestimmt auch, also ich weiß nicht, ob das jetzt für eine Frau das andere das Problem. Darfst du denn jetzt Auto fahren? Ich darf Auto fahren. Ich mach's nicht, weil ich keine Lust drauf habe, aber ich könnte, wenn ich wollte. Darfst du die hier als Frau alleine eine Wohnung kaufen? Darf ich. Ja? Darfst du hier als Anwältin praktizieren, auch als Frau, ohne dass da dann ein Mann dabei sein muss? Ja, ich bin sogar Geschäftsführer alleine. Siehste, also die Rechte. Ich würde mal sagen, also was ich so mitbekommen habe, wirst du auch ganz geil, es ist schon, die Rechte sind da, es ist aber ein komplett anderes Land. Ja? Und was ich vielleicht als Letztes sagen muss, wir hatten bei EMAR, bei diesem Hauptbauträger hier, aber ich glaube, das ist mehr als ein Bauträger. Ne? Das ist ein Bauträger. Ja, also die hängen halt an allen Gebäuden drin. Wir wollten eine Drehgenehmigung haben und dann habe ich beobachtet, wir mussten ein bisschen warten, wie die Leute ihre Besucher begrüßen. Und die Männer haben den Frauen niemals die Hand gereicht. Und ich war völlig so, oh Gott, ich kenne die Etikette hier gar nicht. Deswegen habe ich meinem Sohn auch gesagt, wenn wir hier reinkommen, bitte, du bist ja so nett. Und wie in der Türkei umarmt man sich immer zum Beispiel. Man kennt die Leute nicht, man umarmt sich sofort sehr körperlich. Fällt mir sehr gut. Und ich bin immer, hallo, hallo. Und das macht man hier aber nicht. Also man nickt zu und wenn die Frau die Hand hebt, dann gibt man die Hand. Genau. Ne? Also wie gesagt, es ist sehr respektvoll. Ja. Und ich glaube, was man vielleicht auch mal sagen muss, wir sind so viele Nationen, die hier zusammenleben. Ja. Wir feiern mit den Muslimen Eid, wir feiern mit den Hindus Diwali, die anderen feiern Weihnachten. Also
Das Multikulti, was so oft proklamiert wird, was man sich in Europa wünscht, was aber nicht wirklich existent ist. Nein. Das fühlt sich leider immer so ein bisschen so an. Das wird hier schon gelebt und da geht es auch nicht darum, wer welche Religion hat, sondern dass man einfach eine gute Zeit zusammen hat und man akzeptiert, dass vielleicht auch jemand eine andere Religion hat und das ist auch okay. Und das ist halt auch einfach so ein Miteinander sein. Ja. Und das doch auf eine sehr respektvolle Art und Weise. Es kann natürlich immer Ausfälle geben, um Gottes Willen. Man muss aber auch sagen, die Ausfälle, die es gibt, das sind meistens die Europäer, die sich daneben benehmen. Das ist in der Türkei genauso. Ne? Die meisten Probleme haben wir die Deutschen. Ne? Genau. Gut, schließen wir das ab. Abonniert Ihren Kanal. Alle Fragen zum Thema Dubai, rechtliche Dinge gibt es hier. Man kann deine Agentur auch buchen, um sich vorab zu informieren. Ganz wichtig, bevor irgendwo hin auswandert, fragt bitte jemanden, der sich damit auskennt. Wir haben auch in der Türkei so viele Fälle jetzt gehabt von Leuten, die auf die Schnauze gefallen sind, weil sie sich vorher nicht richtig drum gekümmert haben. Hier ist es noch wichtiger. Wir sagen halt immer, wir sind keine Agentur, wir sind eine Kanzlei. Kanzlei. Ja, das heißt, unsere Fallhöhe ist viel höher als die einer Agentur. Ja. Weil wenn wir was falsch machen, dann kriegen wir halt eins auf die Finger. Genau. Das sollten die, und das ist, glaube ich, was, das haben die Leute noch nicht so richtig auf dem Schirm, dass man ja einfach aufpassen muss, wo man sich seine Infos holt. Auf jeden Fall. YouTube ist cool. Erstmal anfangen mit Ihrem Kanal, unseren auch abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald.